einer Langstreckensensorstation auf Renoir-Doku begonnen hat. Ihn aufhalten. Wir müssen und diese Station für unsere Zwecke nutzen. Ich weiß noch, wie eklig diese Karte war. Wir haben einen Separatisten-Außenposten auf Renoir entdeckt. Nehmen Sie alle Kommandoposten in diesem Bereich ein. Durch die Eishöhle können Sie die Feinde flankieren. Na, dann machen wir das auch mal gleich. So, da gehe ich mal gleich in die Eishöhle und zwar als normale Truppe. Und dann mal los geht's. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht gerne ganz vorne bin. Und da kommen die ganzen anderen Ärsche. Ich warte mal, ich will nicht das Kanonenfutter werden. Ich lass dich vor. Ich bin mal ein Genitalmann. Bin ich ja sowieso. Schon geht das große Geballer los. Ich mache Dauerfeuer. Oder Sperrfeuer, wie es auch so schön heißt. Der fällt um. Der ist zerplatzt. Ah, hei. Ich renne genau rein. Na, Arsch. Ja, ich stehe hier ja echt günstig. Hat sich ja echt gelohnt, das Bagdad-Tank da aufzunehmen. Ich habe mehr verloren, als ich dadurch gekriegt habe. Ich hasse Droidikas, habe ich das schon mal erwähnt. Komm. Nein. Arschkopf. Na toll, jetzt ist der Schild weg. Jetzt, wo ich es nicht mehr gebrauchen kann. Na supi, wisst ihr was? Jetzt knall ich den mal was in den Arsch. Minen oder Granaten? Beziehungsweise Thermaldetonatoren heißt es ja hier. Ich probiere mal die Minen aus. Geh erstmal auf die Blasterpistole. Ich will ja nicht gleich meine Raketen verballern. Ich glaube, die Piloten da vorne haben sich gerade gegenseitig erledigt. Na, bringen wir den noch down? Das war gerade zielsuchender Modus. Und ja, wir kriegen den Bastard noch down. Und ich habe... Wollte schon was sagen, ich habe doch keine Raketen mehr. Und da fliegt mir der Droidiker entgegen. In Einzelteilen zum Glück. Ach, ich wollte gerade beiseite gehen. Aber ich habe es ziemlich angekratzt. Wisst ihr was? Ich gehe mal auf den Piloten und schnapp mir dann mal das Gefährt. Ist auch aus kaum einem Star Wars Film oder sonst was bekannt. Ich hab's auch das erste Mal hier bei Battlefront 1 gesehen. Na, na, na. Und der ATT ist schon wieder platt. Gut, dass ich den nicht genommen habe, sonst wäre ich nämlich auch so platt wie er jetzt. So. Komm. Hab ich die Sichtweite irgendwie reduziert oder so? Oder liegt das an dem Fahrzeug? Ich meine nämlich, sonst konnte ich weiter gucken. So. Ah, der nächste. Übrigens, wenn man Pilot ist und dann ein Fahrzeug benutzt, repariert es sich automatisch. Allerdings nicht so schnell, wie er mir hier Schaden zufügt. Leider. Wo ist er? Wo ist er? Jetzt drängt mein Kollege mich auch noch ab. Komm,
welche Waffe reparieren. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Jawohl, Sir. Was auch immer ich hier sage. Los, rein. Na los, Alter. Los an Bord, aufsteigen. Los, rein. Komm schon. Los an Bord, sofort. Upsa. Platz wechseln wollte ich nicht. Na, jetzt sind es auch noch zwei von der Sorte. Na, supi. Aber mein Kamerade da repariert mich zum Glück. Er reparierte mich zum Glück. Vergangenheitsform ist jetzt angebracht. Ich hatte doch den Finger auf E und der Bastard war doch schon so gut wie erledigt. Och, Mann. Naja, jetzt ATTE. Cockpit-Ansicht. Und ich halt mal damit wieder den Tag rennen. Irgendwie fällt mir gerade auf, umso weiter ich ins Spielgeschehen fortschreite, umso öfter sterbe ich. Das sag jetzt nicht. So, ich dachte schon, die hätten die Eishöhle eingenommen. Das wäre dann echt blamabel. Oh. Ich glaube, das war... Ja, es war ein eigener. Entschuldigung. Naja. Jetzt ist er erledigt. Auch vorbei. Der Rubidika muss weg. Ist er jetzt auch? Ey, komm mal, Kollege, was rempelst du mich an? Was hast du jetzt davon? Oh, 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 der Gegner ist in der Überzahl. Nö. Das mag ich ja gar nicht. Ist das Geschütz da bemannt? Nein. Aber das da oben ist es jetzt. Das da ist es jetzt auch. Und ich habe den Druidiker gleich mit erledigt. Das da hinten auch. Komme ich da hin? Jawohl. 125, 31. Ah, wir können das Ruder noch umreißen. Wenn ich mich selbst am Riemen reiße. Warum ist die Sichtweite so gering? Frage ich mich gerade. Sauber, Kollege. Scheiße. Nächstes, das ist weg. Ich hier gerade voll den Blechschaden. Ich habe noch angerempelt werde. Na supi, jetzt auch noch von rechts einer. Aber der ist zum Glück schon erledigt. Wenn ich mein... Hallo? Hallo? Kollege. Hallo Raketen. Lass mich doch mal rumdrehen, du Arsch. Also wenn ich jetzt dank dir hier am Verrecken bin, dann kriegst du aber was vor mich, ne? Ah, ich brenne, ich brenne. Ich glaube, das wird nichts mehr. War schön mit dir. 100 zu 93? Weg von der Explosion. Wir haben meinen Kommandoposten verloren. Oh nö, ich habe meinen eigenen Kollegen abgeballert. Ich hasse es. Ich kann es aber noch schaffen. Ich kann es noch schaffen. Wir sind ja nur um 20 Mann in der Unterzahl. Ist doch nix. Bleib von dem Gap weg. Der ist nicht drin. Ich gehe gerade eher auf Ausweichkurs als auf alles andere. Hier gerade echt einer zielsuchenden Rakete ausgewichen? Nein, nicht da rein! Ah, scheiß Dreck. Hallo, Kollege, Feuer mit drauf. Ja, gut so, gut so, gut so, gut so. Mein etwas berechenbares Ausweichmanöver. Was aber bekloppterweise funktioniert. Aber jetzt nicht mehr. Ah, hei, 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 hei. Schöne Scheiße.
Naja. Da, geh weg da. Boah. Schwein gehabt. Oh, ich hasse es, wenn ich meine eigenen Leute abschieße. Ah, 38, 54, das könnte eng werden. Aber wie gesagt, kann man noch schaffen, wenn man es will. Das Problem ist, ich will es ja unbedingt. Na, komm schon. Jawohl. Stirb. Oder werde deaktiviert. Was auch immer. Na, 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 na. Nicht einsteigen, Kollege. Das erlaube ich dir nicht. Du auch nicht. Scheiße. Ah, die Dinger sind immer ein Problem. Wenn jetzt der Arc Trooper da noch überleben würde und sich auch noch hier meinen Kampf anschließt, was aber jetzt sehr unwahrscheinlich ist, dank diesem Droidiker. Und ich mit diesem... Warum ist der Sack ausgestiegen? Den da erledigen. Das da beseitigen. Das da. 1823, es kann noch funktionieren. Ich weiß, habe ich gerade schon zigmal gesagt, aber diesmal kann es das wirklich, weil sie da nämlich gerade schön auf einem Fleck stehen. Zumindest ein Großteil davon. Zwölf, jawohl. Das kann noch klappen. Ich muss unbedingt die Position wechseln, geht nicht anders. Verdammt. Komm schon. Ach, komm. Treffen. Schießen. Meine Fresse. Ah, meine Gott. Ah, alle in der Eishöhle. Na dann warten wir mal auf den Lustigen. Upsi, Entschuldigung. War nicht beabsichtigt. Jawohl. 5 zu 2. Oh. Ich glaube, ich schnapp mir jetzt mal so ein Gefährt, weil das ein bisschen schneller ist. Halt die Schnauze, Droide. Aber immer nur arschlangsam. Weil die anderen beiden sind nämlich da drüben. Aber so bin ich wesentlich schneller als mit dem alarmarschigen ATTE. Ja, ich bin auf dem Weg. Keine Panik. Wir schaffen das. Ich bin ja da. Feindliche Truppen haben einen Kommandoposten eingenommen. Das ist Nummer 1. Da war Nummer 1. Da ist Nummer 2. Komm her, komm her. Jawohl. Neu geschafft. Ja. Sieg. Nein, das andere Wort sage ich jetzt nicht. 72-4-0, maximale Lebenszeit 4-20, ATTE 5 Minuten 38, Klonpilot 7 Minuten 10. Gut, gut. Was sagen die Auszeichnungen? Panzerkiller, Verräter, ja, da haben wir schon. Und Staatsfeind mit 32. So, na dann mal weiter im Text. Verzweifelten Angriff auf die Heimatwelt der Wookies, die Separatisten begonnen haben. Nicht zulassen, dass dieser Planet in ihre Hände fällt. Kashyyyk verteidige und den Feind vom Planeten vertreibe. Okay, die Schlacht von Kashyyyk. Vielleicht einigen von euch bekannt aus Episode 3, aber diesmal noch aus der Sicht der, Momentchen? Ja doch, ich nehme noch auf.
aus der Sicht aus Episode 2, wie die sich das damals vorgestellt haben. Die Heimatwelt der Wookies wird von einer Droidenarmee angegriffen. Verhindern sie, dass die Separatisten einen Brückenkopf einrichten. Die Observationsplattformen sind ideale Standorte für Scharfschützen. Und ein Punkt, woran ich mich bei dem Spiel noch erinnere, das ist schon die letzte Mission für die Klonkriege-Kampagne. Danach ist Ende. Zumindest mit der. Dann habe ich schon in einer Aufnahmesession die erste Klonkriege-Kampagne durch. Dann fehlt nur noch die Galaktische und ich habe das ganze Spiel durch. Jawohl, ja. Klingt doch gut. Na dann, fangen wir mal an.